Seit 1887 ziehen die Wiesenwirte traditionell gemeinsam zur Theresienwiese, die damals noch vor den Toren der Stadt lag. Seitdem ist der Einzug der Wiesenwirte auf ihren prachtvoll geschmückten Pferdegespannen und Festwagen der offizielle Auftakt des Oktoberfests. Der Zug dauert etwa eine Stunde und zieht sich von der Münchner Innenstadt bis hin zur Theresienwiese. Begleitet werden die Wirte und Brauereien von ihren Familien auf dem blumengeschmückten Festwagen, den Musikkapellen der Festzelte und von traditionellen Schaustellern wie dem Münchner Kindl und der Bräurosel.